Und ein bisschen Rasen verbrannt. So. Erstattet direkt Bericht. Ja, aber ich will vorher natürlich noch die Träne. Du solltest das Ding schlagen, nicht da draufsteigen. Dankeschön. Die Träne. Wo ist die denn jetzt? Beziehungsweise ich stelle mich in dem Fall wirklich nur davor, solange ich da nicht sofort in einen Kampf. Was? Vergossene Träne schließlich Herausforderung ab. Irgendwas Wächter ist. Schließ die Herausforderung ab, indem du die Wächter besiegst. Die heilige Leier der Himmel ist in keinem guten Zustand mehr. Ja, okay. Das heißt, ich müsste da hoch. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Monster, die ich da gerade besiegt habe, wieder spawnen, auch wenn ich die Quest nicht mehr habe. Also, ich habe sie schon, aber ich habe sie nicht abgeschlossen. So, um eine Kiste. Später. Beim nächsten Mal. Da sind viele Kisten. Nein, beim nächsten Mal. Ist ja schlimm, ey. Ich bin. Nee, nee, nee. So. Machen nochmal die Kamera an. Hallöchen. Da bin ich wieder. Aber. Ja, das war's für heute. So viel nochmal zum Thema. Ich mache die Hauptaufgabe als erstes weiter. Ich habe doch Nebenmission zuerst weitergemacht. Ich habe auch nicht gedacht, dass das wieder so lang wird. Ich muss mir einfach merken, dass egal welche Aufgabe ich annehme, die das Potenzial haben, mindestens eine Stunde oder eineinhalb zu laufen. Oder dass ich dafür Zeit brauche. Ohne zu quatschen, sage ich jetzt mal, weil ich habe natürlich auch noch viel gequatscht dabei und das nimmt dann natürlich auch nochmal Zeit. So, auf jeden Fall, diese Aufnahme ist beendet. Werden wieder ein paar schöne Folgen, hoffe ich. Und ja, beim nächsten Mal werde ich dann sofort hier mit Action weitermachen und nicht erstmal wieder, ja, und dann dies und das. Ach, ich wollte den Charakter noch testen, ne? Jetzt habe ich eigentlich gesagt, dass ich das noch machen wollte. Fällt mir gerade noch so ein. Ich mache das noch schnell. Ganz fix. Ich mache mich nochmal weg. Das war da. Nein. Das war da. Nein. Dann war's da. So, meine Güte. Probelauf. Okay. Vom Koscher? Nee. Hä? Ausprobieren? Ah, so. Jetzt habe ich's. Ich habe ja gesagt, das mache ich noch. Kaidahara Kazuha kann seine Elementarfähigkeit nutzen, um Gegner und Objekte in die Luft zu ziehen, bevor er seinen einzigartigen Angriff aus dem Fall Midare-Ranzan ausführt. Der Anemo Schaden verursacht und einen Windtunnel erzeugt, der Gegner anzieht. Seine Elementarfähigkeit hat einen Drücken-Modus und einen Gedrückt-Halten-Modus. Ersterer kann mitten in der Luft ausgeführt werden, während letzterer den Wirkungsbereich der Fähigkeit erweitert. Seine Spezialfähigkeit Kazuha Schlag hinterlässt ein Feld, das als wirbelndes Herbstfeld bekannt ist und Gegner in festgelegten Intervallen Animo-Schaden zufügt. Während der Herausforderung wird es zusätzliche Elementarkristalle geben, um die Spezialfähigkeit der Figur besser testen zu können. Okay. Also der gedrückte kann man in der Luft ausführen, den drücken kann man in der Luft ausführen, der gedrückt halten kann man nicht in der Luft ausführen. Okay. Ja. Oh. Schade, bin ich nicht schnell genug gewesen. はっ、よっ、これ、はっ、よっ、これ、はっ、よっ、まい、はっ、そこ、はっ、はっ、はっ、それ。
ein bisschen viel Schaden bekommen, aber okay. Kann ich schon verlassen. So, kann ich... falsch. Falsch. Hä, wieso? Warte mal, ich hab doch da gedrückt. Okay, ich bin anscheinend nochmal runtergegangen. Bisschen. So. Einsammeln. Dankeschön. Haben wir das. Okay, so. Jetzt aber nochmal. Kamera wieder da. Jetzt ist Schluss. Wir haben den Charakter noch schnell getestet. Ja. Ist nicht schlecht. Er hat, ich habe mal wieder das Ausweichen nicht ganz gut hinbekommen. Deswegen hat er viel Schaden. Entschuldigung. Viel Schaden genommen. Aber ja, hat sich nicht schlecht gespielt eigentlich. Der RT, die RT-Fähigkeit zieht halt alle zusammen. Er springt in dem Moment hoch. Und wenn man dann halt Angriff drückt, jumpt der quasi in die Gruppe der Gegner rein. Macht gut Schaden. Die Ulti... Da habe ich leider nicht ganz so genau mitbekommen, was er alles gemacht hat damit. Es sah aus wie so ein Windfeld, einfach, das kontinuierlich Schaden gemacht hat. Man, sag mal so, wenn man den richtig hätte, dann kann man es natürlich ein bisschen besser gucken. Als so in einem kurzen Test. Auf jeden Fall. Wie gesagt, jetzt Schluss. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, die Folgen haben Spaß gemacht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie ich schneide, wo ich schneide. Aber ich denke mal, das kriege ich schon irgendwie hin. Also für diese Aufnahme ist ja schon was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.